Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über positive tägliche Affirmationen und wie sie zu innerer und äußerer Fülle führen können. Als spirituelle Person weiß ich, wie wichtig es ist, unsere Gedanken und Überzeugungen zu kontrollieren. Wenn wir uns auf negative Gedanken konzentrieren, blockieren wir unseren Fortschritt und unsere Fülle. Aber wenn wir uns auf positive Gedanken konzentrieren, öffnen wir uns für unendlich viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, positive Gedanken zu fördern, ist durch tägliche Affirmationen. Indem wir uns selbst positive Aussagen sagen, können wir unseren Mut und unsere Kraft stärken und unser Unterbewusstsein darauf programmieren, dass wir die Fülle wirklich verdienen. Ein Beispiel für die Affirmation könnte sein: Ich bin voller Selbstvertrauen und glaube an meine Fähigkeiten. Wenn du diese Aussage jeden Tag wiederholst, wirst du beginnen, sich tatsächlich so zu fühlen. Du wirst beginnen, Entscheidungen zu treffen, die auf diesen Glauben basieren. Und du wirst sehen, wie sich die äußere Welt wirklich verändert. Eine weitere Affirmation könnte sein: Ich ziehe Reichtum und Überfluss in mein Leben. Wenn du diese Aussage jeden Tag wiederholst und dich darauf konzentrierst, wirst du beginnen, Möglichkeiten für finanzielle Fülle zu sehen. Du wirst beginnen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Geld bringen können. Und du wirst sehen, wie sich dein Bankkonto füllt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Affirmationen nicht nur leere Worte sind. Wenn du sie mit Überzeugung sagst und sich darauf konzentrierst, wirst du tatsächlich dein Leben verändern. Du wirst beginnen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die dir Freude bringen und Erfolg. Ja, und du musst anfangen, daran zu glauben. Also fang heute an, positive Affirmationen in dein Leben zu integrieren. Wenn du sie laut sagst und aufschreibst zum Beispiel, kannst du dich darauf voll und ganz konzentrieren und du kannst beobachten, wie deine innere Welt sich verändert und somit auch deine äußere Welt. Es lohnt sich, da mal mehr Gewicht drauf zu legen. In diesem Sinne, alles Gute auf deiner Reise, die Fülle zu integrieren. Innere und äußere Fülle. Ja. In diesem Sinne, tschüss, bis bald.